Um Frauen kämpfen? Lohnt es sich? Ich bin hier auf ein Video gestoßen und komm, das ziehen wir uns mal rein. Solltest du um eine Frau kämpfen oder solltest du das Ganze bleiben lassen? In diesem Video möchte ich meine wichtige Erkenntnis mit dir teilen, die ich damals für mich herausgefunden habe und die dir dabei helfen wird, eine klare Entscheidung zu treffen. Hi, mein Name ist Andreas Lorenz und ich möchte dir gerne eine Geschichte erzählen. Denn diese Geschichte beantwortet dir auch die Frage, ob du um sie kämpfen solltest oder nicht. Und diese Geschichte ist natürlich eine wahre Geschichte, also jede meiner Geschichte ist natürlich wahr, bloß diese ist ganz besonders wahr. Denn letzten Endes war es so, ich hatte ein Coaching. Das war vor ungefähr ein paar Monaten und da ist es mit mir passiert. Eine Frau ist an mir vorbeigelaufen und ich dachte mir, wow, die ist der absolute Wahnsinn. Also die kann ich da einfach nicht so an mir vorbeilaufen lassen, ohne dass ich dann hingehe. Irgendwann bist du an dem Punkt, wo du denkst, du musst diese Frau kennenlernen. Und ja, wie es so sein sollte, habe ich sie natürlich angesprochen. Wir haben Handynummern ausgetauscht und kurze Zeit später hatten wir unser erstes Date. Und das lief alles so reibungslos. Ich hatte das Gefühl, wir sind seelenverwandt, auf einer gewissen Art und Weise. Wir kennen uns schon länger, es ist eine vertraute Ebene da. Und dann kam es ja einfach dazu, dass man sich immer wieder häufiger getroffen hat. Also wir hatten dann unser erstes Date, unser zweites, unser drittes und haben uns immer und immer häufiger gesehen. Und wir Männer neigen ja dann dazu, dass wir das Ganze überinterpretieren, dass wir glauben, umso häufiger wir sie sehen, umso wichtiger wird sie uns und umso mehr haben wir das Gefühl, dass es die Richtige sein könnte. Die eine, die Traumfrau. Und diese Frau wollen wir natürlich auch kämpfen, bloß als wir dann unsere ersten zwei Monate so überbrückt haben, kam es zu einer Sache, die dazu geführt hat, dass ich... Na, dann kann ich ja schon mal richtig leiden. Kenn ich selber, aber kann ich ja richtig leiden. So was. Schön Wind im Mikrofon. Du verstehst bloß die Hälfte. Alles gewendet hat. Als sie in London für zwei Wochen war, war in der ersten Woche alles super. In der ersten Woche hat sie mir geschrieben, dass sie mich vermisst und wir hatten genau die Konversation, wie sie auch sein sollte zwischen einem verliebten Pärchen. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. In der zweiten Woche war sie aber anders. Kühl, distanziert. Ich musste auf einmal 24 Stunden warten, um eine Nachricht von ihr zu bekommen. Und das, obwohl ich gesehen hatte, dass sie online war. Auch das kommt mir bekannt vor. Aber gut, ich warte jetzt keine 24 Stunden oder plötzlich hinterher, wie man online ist. Sowas macht man nicht, oder? Dann fängt man natürlich an zu überlegen. Was ist los? Warum verhält sie sich so? Habe ich irgendwas Falsches gemacht? Gibt es vielleicht einen Typen, den sie besser findet? Und dann beginnt die Kiste hier oben zu arbeiten. Und man denkt sich, ich muss um diese Frau kämpfen. Ich will sie haben. Das ist die einzige Frau, mit der ich glücklich werden kann. Das ist meine Traumfrau. Und das Ding ist, dass du nicht weißt, wogegen du kämpfst. Du weißt ja gar nicht, wo ist der Feind? Wie willst du gegen etwas kämpfen, wo du noch nicht mal weißt, ob du erstmal diesen Gegner kennst oder nicht? Und vor allem ist die Frage, ob das mit dem Kämpfen nicht sowieso der falsche Ansatz ist. Ja, wir Männer sind einfach sehr ungeduldig. Mal ganz ehrlich, kämpfen bezieht sich ja im Endeffekt auf eine Aggression. Wir kämpfen um etwas, hat nichts mit Liebe oder Frieden zu tun. Denn es ist einfach so, Liebe bedeutet loslassen. Kämpfen bedeutet erobern, sie an sich zu binden. Und das ist ja nicht das, was du willst. Du willst ja, dass sie sich aus freien Stücken für dich entscheidet. Was habe ich also gemacht? Ich habe erstmal zu ihr gesagt, okay, lass uns einfach mal in Berlin treffen. Auf einen Kaffee und darüber sprechen. Und als wir dann zusammen da gesessen sind, wollte ich einfach wissen, was los ist. Was ist das Bedürfnis? Warum verhältst du dich so? Und sie hat mir dann erklärt, dass das zwischen uns so intensiv war, so leidenschaftlich von Anfang an. Denn du musst ja wissen, als ich sie angesprochen habe, war sie ja in einer Beziehung, in einer unglücklichen Beziehung. Und deswegen hat sie sich auf mich eingelassen. Die Sache ist einfach die, dass sie mir erklärt hat, sie muss einfach Zeit gewinnen. Sie hat sich selbst verloren in der letzten Beziehung. Sie braucht Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es kann auch sein, dass sie einen anderen Typen kennengelernt hat und ihn gut fand. Aber ich...
Ja, das ist genau so eine Macke, was Typen immer denken halt, ne? Vor allem zum Anfang. Die haben Angst, dass sie einen anderen Typen kennengelernt hat, dies, das, Alter. Ja, wir Männer halt, ne? Ich habe ihr gesagt, dass sie wie mein kleiner Schmetterling ist. Und mein kleiner Schmetterling, der sitzt hier auf meiner Hand und der kann jederzeit fliegen, wenn es ihm nicht gefällt. Jederzeit. Denn du kannst nur zwei Dinge tun. Du kannst entweder die Hand offen halten oder du kannst sie zumachen. Wenn du sie zumachst, dann engst du sie ein. Du kontrollierst sie, du baust ein Gefängnis. Und du siehst auch, das ist hier eine Faust. Das ist das, was wir Kämpfen nennen. Aber Liebe hingegen ist keine Faust, es ist immer die offene Hand. Denn sie kann jederzeit fliegen, wenn es ihr nicht gefällt. Sie kann auch jederzeit wieder zurückkommen. Und das ist genau das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Du musst loslassen. Ich weiß, es fällt einem schwer. Ich dachte mir auch, hey, das ist eine tolle Frau. Aber wenn der Zeitpunkt es nicht zulässt, dann musst du sie gehen lassen. Du musst sie loslassen. Denn wenn du um sie kämpfst, dann wird sie sich nie aus freien Stücken für dich entscheiden. Dazu mal eine ganz klitzekleine Real-Life-Story. Ich nenne keine Namen oder wie lang das her ist oder von wann das ist, wie alt ich da war oder sowas. Aber ich kenne das auch. Man ist als Mann immer zu übereifrig und ja, wir sind schnell offen und wollen alles gleich gewinnen und so. Wir sind als Männer einfach nicht geduldig halt. Da sind die Frauen ein bisschen cleverer wie wir und lassen es langsam angehen und ja, warten erstmal ab, ob alles passt, dies, das. Ja, wir Männer sind ein bisschen so die Vollidioten halt, ne? Sie wird es dir vielleicht aus Liebe heraus tun, aber nie mit dem ganzen Herzen dabei sein. Und diese Liebe wird nie eine tiefe Ebene erreichen, wenn du um sie kämpfst. Sie muss sich für dich entscheiden. Sie muss das Gefühl haben, dass du ihr Herz erobert hast. Und wenn das erst gegeben ist, dann wirst du eine Ebene mit ihr erreichen, die wird sie mit anderen Männern nicht haben, die um sie kämpfen, die ihr hinterherrennen, die Monate oder Jahre lang darauf warten, dass sie diese Frau bekommen können. Und deswegen sage ich dir an dieser Stelle, du musst loslassen. Sei derjenige, der die Hand offen hält und lass sie diesen Schmetterling sein. Und wenn sie nicht möchte, dann muss sie fliegen. Und das ist auch. Ja, genau. Und das ist gerade auch der Punkt von der Frau, die ich nicht in Namen erwähnen will, wo es einfach ist, man lässt dann einfach irgendwann los und man lässt sie einfach weiterziehen. Und dann ist es halt okay halt, ne? Auch genau das, was ich ihr gesagt habe. Denn wenn sie die Zeit braucht oder wenn sie einen anderen Typen kennenlernt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Für mich ist einfach das Wichtigste, dass sie glücklich. Frauen oder Männer werden immer andere Typen kennenlernen halt, ne? Nur was ich absolut ja, leiden, ob ich es leiden kann, ist schon wieder eine andere Sache, keine Ahnung. Ich finde immer so, Frauen, die so Kumpeltypen sind oder sowas, das ist nicht so ganz meins. Ich könnte keine Beziehung führen, die so eine Frau, die immer so ein Kumpeltyp ist oder die, ja, ich sag mal zu 99% ihrer Kontakte oder Freunde aus Männern bestehen. Ich glaube, das mag kein Mann oder sowas. Ich glaube, da stimmt auch irgendwas nicht. Es sollte schon irgendwie ausgeglichen sein oder sowas, oder? Ich denke schon halt. Glücklich ist. Und glücklich zu sein bedeutet, dass du ihr diese Entscheidung gibst, dass sie selbst für sich erkennt, was braucht sie gerade und was braucht sie nicht. Und wenn du aber um sie kämpfst, dann ziehst du sie an. Es ist ja nicht, dass wir nur um Frauen kämpfen. Ich denke mal, Frauen kämpfen ja auch um Männer halt, ne? Und nicht nur die Frauen sollten entscheiden, ob es das Richtige ist. Die Männer sollten das Gleiche entscheiden. Die sollten ja eigentlich auch erstmal schauen. Du engst sie ein und das wird eben nicht funktionieren, sondern du wirst sie noch weiter in die Flucht treiben. Deswegen ist es so wichtig, dass du sie einfach gehen lässt. Ja, ich sag ja, wir Männer. Wir sind halt Jäger halt, ne? Und wenn es nicht haut, dann lassen wir sie einfach weiterziehen. So ist das halt einfach. Du kannst die Frau erst dann gewinnen, wenn du bereit bist, sie zu verlieren. Wahre Worte, harte Worte, aber das ist wirklich die Magie dahinter. Denn wenn die Frau nicht bereit ist für dich, kannst du nichts machen. Was willst du? Oh, ja.
auch tun. Du kannst nichts machen, denn das Herz kannst du nicht erzwingen. Du kannst es nicht einfach rausreißen und sagen, jetzt gehörst du mir. Das wird nie funktionieren. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben wollte. Eine etwas andere Geschichte aus meinem privaten Leben, die euch aber vielleicht mit der einen oder anderen Erkenntnis dazu gebracht hat, nochmal drüber nachzudenken, zu überlegen, sollte ich loslassen? Sollte ich einfach ihr das Schönste wünschen, weil ich das aus Liebe heraus tue? Denn Liebe ist ein... Ja, das kommt, Alter. Das sagen ja wirklich viele, Alter. Ich wünsche dir das Schönste. Oder ob es Frau oder Mann ist. Oh, das war eine tolle Zeit. Und dies, das, Alter. Ich wünsche dir das Beste. Ich wünsche dir viel Glück und dies, das. Alles bloß Gelaber und Geschwafel, Alter. Das will niemand hören, Alter. Ehrlich nicht, ey. Ein Ort, um zu geben. Niemals ein Ort, wo man kämpft. Und wenn du da was rausziehen konntest, dann wirst du vielleicht, wenn du in so einer Situation bist, dir genauer vorstellen können, wie du da an die Sache herangehst. Und letzten Endes wirst du dann auch eher dein Glück finden. In diesem Sinne hoffe ich, dass es dir geholfen hat. Wenn dem so ist, dann gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und ich wünsche natürlich viel Erfolg. Komm, jetzt machen wir hier mal Stopp. Ja. Fazit, im Endeffekt ist es ein gutes Video. Komm, ich like sogar nochmal drauf. Aber ich teile nicht ganz seine Meinung. Ich würde mich nicht coachen lassen, um irgendeine Frau anzusprechen oder mein Verhalten zu ändern. Ich finde immer noch, wenn das Natürliche von einem selben, einen selber passt und von der Frau auch und man und das passt zusammen, dann geht das schon klar. Das Einengen und das Kontrollieren oder was auch immer ist natürlich Schwachsinn. Es gibt auch natürlich immer hübsche Frauen, immer hübsche Männer auf der Straße oder auf der Welt zu sehen. Ja, die lassen sich halt nicht verbergen, diese Menschen. Und ja, das ist einfach bloß Kopfkino. Ich glaube aber, die haben nicht nur Männer, die haben auch Frauen halt. Ich kann dazu gar nichts großartig sagen. Um Frauen kämpfen lohnt es sich. Mein Fazit im Endeffekt dazu, wenn es die richtige ist, wenn man sie von Herzen gut mag und man bekommt auch ein bisschen was wieder oder so, dann lohnt es sich zu kämpfen und wenn nicht, wie hast du gesagt, lässt man sie wie ein Schmetterling fliegen.